Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder bei einer weiteren spannenden Runde in der Arena. Ja, mal gucken und schauen, was so alles auf uns noch wartet. Bisher ist man ja nicht so nett und hat so ein paar hinterhältige Sachen parat. Weshalb ich hier noch kurz geblieben bin, ich wollte kurz mal zeigen, wir sind jetzt in Kapitel 7 und relativ weit fortgeschritten. So lange ist es nicht mehr und dann kommt nur noch Kapitel 8, praktisch das Outro. Ja, also relativ ist, glaube ich, gar nicht mehr so lang. Das heißt, dementsprechend haben wir gar nicht mehr so viel vor uns und ich bin mittlerweile echt krampfhaft am Überlegen, was wir danach machen werden, denn ich sag mal jetzt, auf der One verlassen mich jetzt die Spiele. Es gibt jetzt im Moment nichts, was sich irgendwie lohnt, für mich zu kaufen. Das einzige Neue, was jetzt rauskam, war aktuell ja Tomb Raider, das neue Tomb Raider halt, ne, in der komischen Version und nö. Wird das Aquädukt zerstört? Wird er das? Für ein Finale! Ist das so? Naja, dann zerstören wir das mal. Ja. Genau. Oh, da brennt alles nieder. Ich bin so überlegen, ob ich dann vielleicht als nächstes. Ja, weil wie gesagt, Dead Rising 3 hatten wir. Wir hatten Battlefield 4. Wir haben jetzt Rise. Das Einzige, was ich jetzt noch habe für die One, wäre FIFA, Forza und Assassin's Creed. Und ich muss sagen, ganz ehrlich, ich möchte niemandem Assassin's Creed Black Flag antun. Nein. Das machen wir nicht. Ich bin jetzt ein bisschen überlegen, was könnte man machen? Was mir zum Beispiel in den Sinn gekommen ist, was auch mal nachgefragt wurde, war auf der 360 Far Cry 3. Da hätte ich richtig Bock drauf. Far Cry 3 hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das wäre mal wie so ein bisschen Shooter-lastig, ne? So teils, man kann ein bisschen schleichen. Man kann direkt reinstürmen. Je nachdem, was man machen möchte. So, Nero ist ein bisschen gelangweilt. Von mir erschlagen! General! Eurem Anführer! Eurem Erretter! Dacrio, ich muss zugeben, ich bin beunruhigt. Aha. Warum das, mein Kaiser? Dieser Damokles kämpft den ganzen Tag wie ein Löwe und sieht nicht mal erschöpft aus. Richtig. Fürchtet nicht um das Leben eures Sohnes. Ich fürchte nicht um das Leben dieses Versagens, sondern um mein Gold. Ich setze dein Vermögen auf deinen Sieg. Echt? Okay. Ich werde die Quoten ausgleichen. Euer Geld ist sicher. Mhm. Oh. Und auch dieser Versager. Euer Erretter! Du bist kein Erretter, du bist ein Scharlatan-Betrüger. Du wirst dafür büßen, was du getan hast. Was du den Leuten angetan hast, die Römer, die du verraten hast in Britannien, dafür wirst du leiden. Ich werde dich einzeln Stückchen, scheibchenweise filetieren. Wollen wir noch mal gucken, wie lange du dann lebst. Freak. Du sagst, du beschützt Rom. Ja. Wer beschützt dich? Vor mir! Richtig. Niemand. Das ist jetzt so eigentlich, ich muss sagen, das ist jetzt so eigentlich der ätzendste Kampf, ne? Ja, genau, richtig. Dann hat man immer nur die Möglichkeit, das kurz zu machen. Ups, da musst du mal wegrollen. Genau, weil ich habe jetzt eigentlich nur die Möglichkeit, immer nur zu warten, bis er halt ankommt und richtig zuschlägt. Dann kann ich hier blocken und kann dann zuschlagen. Andere Möglichkeit gibt es nicht. Das ist auch ein bisschen komischer Kampf halt, ne? Macht doch relativ wenig Spaß, muss ich sagen. Bis ich das raus hatte am Anfang, dachte ich mir so, boah, muss das denn sein? Und dann habe ich irgendwann gedacht, so Mensch, die Kommandos sind eine ganz schöne Luffe. Ja, ist er auch wirklich. So.
Ah, haben wir ihn auch schon fast. Ja, noch ein bisschen draufhauen, dann ist er fast tot. Ach. Oh, fängst du jetzt an zu weinen? Jetzt schnell, zustechen, zustechen, zustechen. Oh, mit Sand. Wie mies, ey. Du schummelst, du bist ein Betrüger, du würdest es sonst gar nicht schaffen. Ich werde dich auch trotzdem immer noch platt machen. Komm schon, Damokles. Übe deine Vergeltung. Hier drüben. Ich bin Commodus, nein, du Narr. Ich bin Commodus. Ich bin Commodus. Für dich ist das Spektakel vorbei. Ist es das, ja? Ja, dieser außergewöhnliche Krieger ist der wahre Commodus. Ist er es? Ich würde sagen, der ist es, der einfach nicht drauf reagiert. So, oh, der hat mich die ganze Zeit verfolgt. Ist das ätzend, ey. So. Lass mich in Ruhe. Commodus, verpiss dich, ey. Ich habe gerade hier mit deinen Leuten zu tun, ja? Die ganze Zeit irgendwie gegen mich kämpfen wollen. Und du bist echt eine Nervensäge. Schauen wir den nächsten. Ups, der nächste, da brauchte ich jetzt kurz sagen nichts. Oh. Einer ist noch übrig. Ah, hier draufhauen. Na komm schon. Oh. Ups. Schnell, 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 schnell. Halt! Och, Mann! Halt! Schnell! Oh, Gott sei Dank! Wurde auch langsam Zeit. Jetzt muss ich mal irgendwie gucken, dass meine Gesundheit... Na, komm schon. Genau, es bleibt immer noch beim selben System. Zweimal draufhauen und muss wegrollen und dann... Ah ja, versucht er irgendwas. Ja, komm schon, komm schon! Ist immer eigentlich dasselbe Prinzip, ne? Wegrollen wieder. Und immer wieder draufhauen. Ich weiß gar nicht, wie lange das so weiterläuft. Ich glaube, dreimal muss man es insgesamt machen. Und dann irgendwann hat man die Chance, ihn endgültig platt zu machen. Aber vorher muss man das immer über sich ergehen lassen. Das ist richtig nervig. Ich muss sagen, von daher einer der ätzendsten Kämpfer halt, ne? Oh, schon wieder fast platt. Jetzt wird er sauer gleich. Und dann wird er. Ich glaube, er macht dann nochmal dasselbe Spielchen, was wir eben hatten. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ah, na komm an. Na komm. So, und. Genau. Oh. Ah, oh, das hat weh, oder? Oh. Oh, schon wieder der in seinem. Oh, das sieht nach Gift aus. Oh, Scheiße. Da mag man uns wohl vergiften. Und schon wieder ein paar Typen, aber diesmal alle wieder mit Schild? Ja, alle wieder mit Schild, klar. Oh oh, sieht nicht gut aus. Schnappt ihn! Naja, macht ihr Mann, macht ihr Mann. So, genau, das war jetzt... Ach ja, stimmt, das ist hier so eine passive Sequenz. Da muss ich immer nur blocken und sowas. Oh. Und trotzdem haben wir es noch drauf, ja? Obwohl wir hier schon mega vergiftet sind und sowas. Wir sind halt erfahren, also einer der erfahrensten Krieger überhaupt, ne? Also noch erfahrener kann man schon fast gar nicht mehr sein. Ach so, tötet ihn! Na, willst du es nicht selber machen? Hast du Angst? Ups, haben wir doch schon abgeblockt, oder? Ah! Oh, voll ins Kreuz. Und? Oh, hast du zu lange gewartet? Wolltest du stilvoll gestalten? Los, komm, ab mit dem Kopf. Na, ah, fast. Schöner wäre es gewesen, wenn es der Kopf durch die Gegend gerollt wäre, aber naja. Spürst du das Gift? Naja, es geht. Man darf kein Risiko eingehen, Damokles. Du verstehst das.
Ich weiß, dass ich unsterblich bin, aber das Gesinn echt? Ist wankelmütig. Naja, sicher. Treffer von dir. Oh. Ei, na? Das tut richtig weh, hä? Jetzt weißt du mal, wie es im Krieg abgeht. Richtig. Na komm schon. Ah ja, draufgehauen. Na komm schon. Ja, hast du keine Chance gegen mich, hä? Ja, ist halt nicht so wie einfach in deinem königlichen Palast hier so ein bisschen rumspielen. Ein bisschen Krieger spielen und sowas, ne? Hier ist ein richtiger Kampf. Mann gegen Mann, bis zum Letzten. Das kennst du nicht, ne? Ist mir klar. Du hast ja auch nicht am Schlachtfeld gekämpft. Du hast nur die Leute verraten. Heimtückisch irgendwelche Menschen, die sich dir ergeben wollten, ja, Frieden schließen wollten, ermordet, wo sie wehrlos und hilflos waren. Aber jetzt bist du fällig. Richtig. Stirb. Los, komm, lass nochmal nachstechen. Oh, das ist ja schade. Oi. Tja, aber Cäsar, richtig. Ja, sehr schön. Haben die ganzen Bastarde hier verdient, ey. So, und du bist der nächste Nero. Oh, da haben wir den Kopf deines Sohns. Bringe Vergeltung! Richtig. Du bist der Nächste! Ja. Tötet ihn! Tötet ihn! Oh, er klingt wie so ein kleines Schweinchen, was zur Schlachtbank soll, ja? Ist das süß? Na komm schon. Oh ja, da kommen die hier. Ach, die ganzen Typen, ihr habt doch eh keine Chance. Was wollt ihr denn, hä? Ihr habt doch eh... Warum kämpft ihr überhaupt gegen mich? Ergebt euch lieber, dann lebt ihr länger. Puh. Aber man sucht nach uns. Immer noch. Ah, da unten patrouillieren sie. Ich kenne nur einen Mann, der so kämpfen konnte. Er lebt noch. Er hat's geschafft. Wie geil. Cool, du lebst noch. Ach, ein Wunder. Unser alter Freund. Hier, was dein Vater begann, Marius. Ja, okay. Schnell, wir müssen hier raus. Ja, ich komm mit. Ich hatte schon fast gedacht, den gibt's nicht mehr, weil wir den gar nicht mehr getroffen hatten. Ha, überall Patrouillen. Nero ist halt wirklich... Wahnsinnig. Senat sitzen nur verängstigte alte Männer. Ah, das war klar. Sie hören weder auf Wahrheit noch Vernunft. Ich warnte sie über Britannien. Aber es brachte nichts. Ah, scheiße. Commodus hat die Legionen zurückgehalten. Und tat nichts. Scheiße. Während eine riesige Barbarenarmee nach Rom zog und Chaos auf dem Weg verbreitete. Ja, aber warum denn? Oh, Mann. Ja. Ihre Armee ist um das Zehnfache angewachsen. Was? Jeder Gegner Roms hat sich ihnen angeschlossen. Scheiße. Sogar die Völker entfernter Länder haben riesige Kriegsbestien geschickt. Uh-oh. Was machen wir da? Der Kaiser und Commodus haben sich Feinde gemacht. Viele Feinde. Mist, ey. Im ganzen Reich merken die Barbaren, wie sehr Neros Führung uns geschwächt hat. Ja, und jetzt versuchen sie es wahrscheinlich, ne? Wollen uns vernichten. Das Reich vernichten. Nein, Rom darf nicht untergehen. Nach Commodus Tod werden sie mir das Kommando anbieten. Echt? Und ich werde meine besten Männer für die Verteidigung brauchen. Ja. Als ich dich in der Arena vermutete, habe ich das hier vorbereitet. Oh, Schnieke. Der Kaiser muss sterben. Das wird er. Aber zuerst müssen wir Rom retten. Richtig, Rom ist wichtiger. Ich brauche dich jetzt, Marius. Okay. Kannst du auf mich zählen. Kämpfe für deinen Vater. Kämpfe für deine Legion. Kämpfe für Rom. Geht klar. Hm.
Tja, dann haben wir jetzt eine schnieke neue Uniform. Und Tarnung ist ja bekanntlich alles. Odika. Jetzt lag ihr Schicksal in meiner Hand. Jetzt führte sie die Armee tausender Stämme an. Ihre gigantischen Kriegsbestien rissen unsere Tore ein. Das Unheil eines verdorbenen Reiches erreichte dessen Hauptstadt. Wir alle müssen für unsere Taten büßen, Nero. Doch büßen die Menschen Roms nun für die deinigen. Ja, richtig. Die Zivilisten, die Armen. Boudica. Dein Krieg galt nicht Rom selbst, sondern Nero, der unsere Väter ermorden ließ und dafür büßen wird. Ja, aber hätte man dann nicht einfach nur Nero umbringen müssen können? Wenn Rom jedoch fällt, versinkt unsere Welt in Dunkelheit. Tja. Das Chaos wird die Zivilisation verdrängen. Das werde ich niemals zulassen. Tja, bloß leider hat es dann trotzdem nicht gereicht. Schöne Kameraführung, muss man sagen. In unserer Stadt. Das geht gar nicht, ey. Das sieht nicht gut aus. Vor allem, wenn die schon in Rom drin sind. Was machen denn die Zivilisten? Wo wollen die sich denn schützen, ey? Und so viele Soldaten haben wir garantiert nicht. Okay. Ruhig, Marius. Die Mauern der Stadt werden diese Bastarde auf diesen einen Platz legen. Sie könnten uns hier zu Tausenden überlegen sein. Aber dieser beengte Raum wird ihnen die Überlegenheit nehmen. Ja, richtig. So die Götter es wollen, wird Rom einen neuen Morgen sehen. Da kommen sie. Oh, Scheiße. Wie viele, ey. Bereit halten. Ja. Sehr schön, so funktioniert das. Bereit halten. Na komm schon, Feuer, Feuer! Feuer! Richtig, so, jetzt geht's los. Okay, okay, mach ich. Ja, wir werden... Oh, hier sind jede Menge. Was schützen? Wo? Ah, hier diese Typen mit dem Schild. Wo ist denn? Ach, da hinten. Da sind welche. Bogenschützen? So, dann haben wir sie doch gleich. Da steht noch einer. Oh oh, Schildträger, ja. Die mag ich gar nicht. Wo ist denn jetzt hier der Typ im Schild? Salve, abfeuern! Da ist er, verstecken die sich. Ah, sehr gut. So mag ich das. Irgendwo sind noch welche wieder. Gleich wieder draufholzen. Salve, abfeuern! Ja, ist schon vollkommen in Ordnung. Immer fleißig drauf. Ich holz hier rum, was ich kann. Es ist Stress hier, ne? Die Leute verteidigen. Ja, ja, mach ich. Ich bin schon dabei. Ich bin doch schon dabei, Mensch. Oh. Wie lange muss ich denn hier gedrückt halten, bis es denn soweit ist, ey? Habe ich euch? Ja, sehr gut. Ah, den da hinten. Na komm schon, halt still. Oh oh. So, genau. Oh ja, was hier alles für Leute ankommt. Okay, das hat er gesagt, das sind wirklich Tausende, ja? Das sind richtig, richtig viele. Ja, macht sie alle platt. Ne? Sie haben es verdient. Noch mehr? Sind denn noch welche? Da hinten versteckt sich einer. Ach, das sind diese Krieger hier, hä? Ja? Bogenschützen? Oh, oh, da ist ein Schütze. Ah,
es ist ja hier Wahnsinn. Es nimmt ja gar kein Ende hier mit den ganzen. Du musst für sie übernehmen. Was? Für wen? Für wen? Für wen muss ich das übernehmen? Warte mal. Moment. So, jetzt hat nämlich gerade mein Timer gestört. Wir sind jetzt schon im 8. Kapitel. Ich glaube, wir werden das nächstes Mal machen. Doch, wir werden nächstes Mal an dieser Stelle weiterkämpfen. Ich will das jetzt mir noch so ein bisschen aufheben, ne? In diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Mr. Zocker.